Hallo, meine Lieben. Von mir gibt es nach einer unendlich langen Zeit mal wieder ein Video. Wie ich schon auf Facebook, Instagram, meinem Blog erzählt habe, ist meine Festplatte kaputt und deswegen sind alle Aufnahmen von der Zeit, die ich komplett hier bin, weg. Das heißt, mein Silvestervideo ist jetzt auch weg. Mein Monatsupdate, was ich eigentlich schon gedreht habe, was ich jetzt nochmal drehe, ist weg. Und alle Aufnahmen von Weihnachten und von der Zeit mit meiner ersten Familie. Und ich hoffe, dass diese Festplatte jetzt noch repariert werden kann. Ich habe nämlich, wie ich auch schon gesagt habe, kein Backup gemacht. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel reden. Ich möchte euch jetzt mein Monatsupdate endlich geben. Also am 1., dem Donnerstag, bin ich ja von Kongsberg nach Stavanger gefahren, war ich ja abends gegen 19, 20 Uhr hier. Dann haben wir im Wohnzimmer noch eine Stunde, zwei Stunden oder sowas geredet einfach. Am 2. wurde ich da noch den Kindern vorgestellt. Ein paar Tage bevor ich dort nämlich angekommen bin, sind die erst aus Amerika wieder gekommen, weil ja meine Hostmom Amerikanerin ist. An einem Freitag sind dann beide Kinder nicht in den Kindergarten gegangen, sind zu Hause geblieben. Und dann sind wir zur Bibliothek gelaufen, haben da uns Bücher ausgeliehen, deutsche Bücher, norwegische, englische. Und das war wirklich schön. An einem Wochenende, der 3. und 4., haben wir gar nicht so viel gemacht. Wir haben uns größtenteils einfach erst kennengelernt. Ich habe mit den Kindern gespielt. Wobei wir am 3. auch auf einem 95. Geburtstag waren. Am Sonntag sind wir dann um den See gelaufen, der vor unserer Tür ist. Und dann hat mich Sonntagabend der Hostet dann irgendwann gefragt, do you wanna stay? Und dann habe ich natürlich mit Ja geantwortet. Und somit kommen wir dann auch zu dem Alltag der neuen Familie. Die Kinder gehen ja beide in den Kindergarten und wir sind die auch bis auf Mittwoch in den Kindergarten gegangen. Am 5., den Montag, habe ich Essen gekocht. Am Dienstag war die Große dann auf einem Kindergeburtstag. Am Mittwoch waren die Kinder halt zu Hause und abends habe ich dann auch wieder Essen gemacht. Und am Freitag haben wir die Kinder halt wieder vom Kindergarten abgeholt. Danach haben wir dann noch zwei Plätzchen gebacken. Und am Abend war dann mein erster Babysitterabend. Ich habe dann die Kinder zu Bett gebracht. Das hat auch alles super geklappt, aber um 10:30 ist der kleine Junge dann aus dem Bett gefallen. Das war so ein Moment, wo ich dachte, verdammt, bitte nicht. Bitte nicht beim ersten Abend, bitte schlaf wieder ein. Und er ist auch wieder eingeschlafen. Und gegen 11:30 sind dann auch die Hosteltern wieder da gewesen. Am Samstag, den 10., waren wir dann alle zu Hause und haben einfach gespielt. Und die Große war für 2 Stunden auf einem Kindergeburtstag. Und am Sonntag ging es dann schön los. Die Große hat Magen-Darm oder irgendwie was bekommen. Und somit war das ein Lazy Sonntag. Ja, dann der Montag ist so weitergegangen. Die Große und der Kleine, die waren beide zu Hause. Und am Nachmittag hat dann der Kleine sich auch übergeben. Und in der Nacht vom 12. auf den 13. bin ich dann auch krank geworden. Das heißt, am Dienstag lag ich dann auch komplett flach. Der Kleine, der war dann halt auch noch weiterhin zu Hause und die Große war im Kindergarten bei einem Weihnachtsfest. Naja, und am Mittwoch hatte ich dann meinen freien Tag und ich war dann in der Stadt und habe Geschenke eingekauft. Ein paar Aufnahmen habe ich auch gemacht, die verlinke ich dann einmal hier oben. Am 15., dem Donnerstag, sind beide Kinder wieder zu Hause gewesen. Das heißt, ich habe mich morgens mit denen beschäftigt, weil sie zu Hause am Arbeiten war. Und abends habe ich dann Essen gekocht.
am 16. den Freitag, habe ich die Küche dann in eine Weihnachtsbäckerei verwandelt. Dann hatte ich eine Stunde relaxen und dann haben wir um 16 Uhr Besuch bekommen. Und dieser Besuch war bis kurz nach 8 da, das heißt 4 Stunden komplett Besuch. 2 Stunden davon habe ich mich bestimmt auch die ganze Zeit mit den Kindern nur beschäftigt. Und genau, so war dann der Freitag. Das Wochenende, dem 17. und 18. haben wir ruhig angehen lassen. Am 17. Samstag sind wir rausgegangen, haben uns im Garten hingesetzt und haben Würste gemacht, also Würstchen. Und ich habe mein geheimes Stockbrotrezept gemacht. Am Sonntag sind wir dann wieder spazieren gegangen. Das Mädchen hatte um 2 Uhr auch einen Geburtstag, war dann halt wieder für 2 Stunden weg. Am 19. den Montag sind die Kinder zu Hause geblieben und nachmittags bin ich in die Stadt gelaufen und habe mir Handschuhe gekauft. Am Dienstag, den 20. hatte ich dann meinen freien Tag und da habe ich nichts Besonderes gemacht. Und abends sind wir dann bei den Eltern von meinem Hostet essen gewesen. Ja, und am Mittwoch waren wir dann halt auch wieder zu Hause und abends haben wir das Backfest gemacht. Da verlinke ich euch auch einmal hier das Video. Den ganzen Donnerstag haben wir eigentlich damit verbracht, das ganze Lego zu sortieren nach Farben. Das war schon ganz, ganz lustig doch. Am 23. sind wir dann zu Kevin gefahren. Wie mein Weihnachten war, das erzähle ich euch ja in dem Video, was ich einmal verlinke. An diesem ganzen Wochenende habe ich das erste Mal Champagner getrunken. Nein, man muss es nicht trinken. Lohnt sich nicht. Viel zu teuer. Und am ersten Weihnachtstag war ich dann auch das erste Mal langlaufen, da meine Hostmom ja eine Amerikanerin ist und man in Amerika den 25. Weihnachtsmorgen feiert, hat sie dann noch so ein kleines Ritual und hat den Strumpf dann am Ofen gehangen und sowas. Und das war wirklich ganz lieb und da hat sie mich auch eingebunden. Das fand ich wirklich sehr süß. Und am 27. gegen mittags sind wir dann auch wieder nach Hause gefahren und haben dann einen Zwischenstopp gemacht und dort habe ich dann in einem Restaurant Römmekröt probiert und das ist Sour Cream erwärmt und die konnten mir selber nicht so ganz erklären, wie genau das gemacht wird, aber es war auf jeden Fall lecker und sehr sättigend. Am 28. habe ich dann morgens auf die Kinder aufgepasst. Am 29. und 30. war auch nichts Spezielles. Wir haben halt mit Lego gespielt, haben dies gemacht, haben jenes gemacht, also nichts Spezielles. Am 31. ist dann die Schwester von meinem Hostdad gekommen mit ihrem kleinen Kind und dem Mann und dann haben wir so ein bisschen Silvester zelebriert. Wir haben einfach nur abends gegessen. Nach dem Essen bin ich dann mit dem Hostdad und den Kindern nach draußen gegangen und wir haben ganz kleine Feuerwerksraketen in die Luft gehen lassen und Wunderkerzen angemacht, damit die das so ein bisschen nachempfinden können. Als dann die Schwester mit ihrem Mann und dem Kind auch weg waren, weil das Kind auch schlafen musste, dann bin ich abends in Stavanger selber reingelaufen, mit da dann das Feuerwerk angeguckt, Mitternacht auch dort verbracht und bin dann irgendwann zurückgelaufen. Und ich habe jetzt als Fazit für das ganze Jahr auf jeden Fall viel erlebt, viele gute Erfahrungen gemacht, natürlich auch schlechte Erfahrungen gemacht, aber ich kann auf jeden Fall für mich sagen, dass das Au-pair-Sein mich auch irgendwo zum Nachdenken angeregt hat. Es ist auf jeden Fall eine einmalige Erfahrung und ich würde diese Entscheidung doch wieder treffen. Ich bin auch froh, dass ihr mich begleitet habt. Auf jeden Fall steht da noch einiges an. Das nächste Video ist auch schon wieder gedreht. Bitte schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr irgendein Video sehen möchtet oder wenn ihr Fragen habt. Ihr könnt mir auch immer über Instagram schreiben, ihr könnt mir über Facebook schreiben, über meine Homepage.
Da habe ich auch die E-Mail-Adresse von mir verlinkt. Hier auf YouTube natürlich könnt ihr in den Kommentaren Fragen stellen oder auch mir eine Privatnachricht schicken. Also ich bin überall erreichbar und ich freue mich auf jeden Fall auch immer, wenn ich von euch Bilder sehe. Ihr könnt auch einfach mit Hashtag Pimbus kleine Welt euer Bild versehen und dann gucke ich mir das auch an. Ich laber schon wieder viel zu viel. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes neues Jahr und guckt auch immer bei meinem Blog vorbei oder Instagram oder Facebook, was auch immer ihr habt. Da findet ihr meistens dann auch halt News, so wie am Anfang des Jahres, dass meine Festplatte kaputt ist. So, aber das war's jetzt mit dem Video und ich wünsche euch wirklich alles Gute und hier ist mein letztes Video. Und dann ist hier meine Au-pair-Playlist und ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch und ein Abo. Bis dahin, tschüss!